Hallo, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr werdet es nicht glauben, in der letzten Folge bin ich eingeschlafen, bin ich ins Bett gegangen und bin wieder aufgewacht. Und da war das alles nur ein Traum mit dieser ganzen dunklen Bruderschaft. Und wir stehen wieder in der Hütte und müssen uns jetzt quasi zwischen den drei Sklaven entscheiden, die wir umbringen sollen. Wir entscheiden uns aber für Astrid, die wir umbringen. Ganz einfach. Julia ist auch schon am Start. Ich gehe jetzt schon mal auf den Server, aber Julia ist noch unter vom Server. Und wir müssen gucken, dass wir uns gleich entscheiden, so ungefähr, ne? Weißt du das selber? Genau, also ich, wir bringen die jetzt um, ja? Das ist die. Du hast sie umgebracht. Ich hab sie umgebracht. Die Astrid, muss ich dir das noch sagen? Ich hab inneres Blumen pflücken. Könnt ihr ergründen, wie er den Auftrag hat? Aber runter, du blöde Kuh. Ja, kannst mal gucken. Hey! Nix Cities. Hasse euch, dumme Bruderschaft. Gut gemacht, hast du gesagt. So, gescheitert. Wer solche Freunde hat. Das tut mir nicht sehr leid. Die Klamotten nehme ich. Zerstörung der dunklen Bruderschaft. Berichte einer Wache von Astrids Tod. So mache ich. Kann ich die vielleicht freilassen? Haben wir dieses Spiel denn nicht lange? Soll ich dann jetzt auf den Server kommen? Bindet mich los. Du hast den jetzt umgebracht und stehst in der Hütte. Nee, dann kommen wir auf den Server. Ich konnte die alle freilassen tatsächlich. Echt? Komm schon, mein Freund. Haben wir dieses Spiel denn nicht lange genug? Ich bin hingegangen und habe sie quasi angesprochen und dann hatte ich die Option. Ach so, ja. Ah, sehr gut, danke. Das war doch nicht so schwer, oder? Ja. Vergessen wir doch einfach, dass wir uns jemals begegnet sind. Hallo, ihr könnt doch mal. Verdammt nochmal Zeit. Eine Frau aus ihrem eigenen Haus zu entführen und sie dann wie ein Tier gefesselt gefangen zu halten. Ich habe niemanden entführt, das ist ein loser Tier. Ich habe euch ja gerettet, Mann. Vielen Dank. Danke. Ja, die der Einzige, ich bedanke mich. Ich werde niemandem davon richtig erzählen. Furchtbar. Ehrenwort. Die Katze und die Frau sind echt furchtbar. Ich weiß nicht, euch, wer ihr seid oder was ihr wollt ihr euch töten und dann die Botschaft übernehmen. Ihr solltet euch schämen. Wieso soll ich mich denn schämen? Die hat euch gefangen genommen, Mann. Was ist los? So, die Truhe ist leer bei mir. Da gibt's nichts zu holen. Aber endlich können wir wieder looten und machen und tun. Krass, das hat ja ein bisschen gefehlt alles. Ich meine, so ein Traum ist ja was Schönes, aber man muss mal aus so einem Traum wieder aufwachen. So, da ist Julia. Und gerade. Da, genau, der Spitze. Jetzt nehme ich noch ein. Klamotte haben wir die immer noch die Katzenrüstung an. Das wird aber nicht so bleiben. Das machen wir dann aber mal offscreen, glaube ich. Oder nachher. Kurz. Nicht jetzt. Alles wieder normal. Ach, jetzt sind die Leute alle nackt plötzlich. Geil. Ich geh zur Tür raus. Tja, willst du nicht wissen. Das stimmt. Ich hab mal gezeigt, wo die dunkle Bruderschaft die Locken hat. So, da haben wir das, haben wir die erledigt. Das wirklich, nicht schlecht. Also diesen Plot-Twist am Ende hätte ich nicht hier erwartet, bei der dunklen Bruderschaft. Es war alles so repetitiv und so gleich irgendwie, gehen, töte. Und dann am Ende aber so einen geilen Plot-Twist, wer ist gar nicht der König. Und diese Frau mit diesen Dings erschlagen muss. Es tut mir leid für die Frau auf jeden Fall, ich will keinen umbringen oder was. Aber das fand ich wirklich sehr lustig in der Tat. Also die Quest, ich fand nicht lustig, dass wir jemanden umbringen müssen, aber die Quest war halt gut. So, ich bin raus, zur Tür. Und ja, aber und ansonsten... Mein Spiel hat sich aufgehangen. Was auch sonst? Ja, läufst du mir auf der Stelle. Lauf, Julia, lauf, 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 lauf. Zack, weg. Nö, okay, da hab ich keine Lust drauf. Okay, warten mal kurz hier. Ich mache jetzt die Pause noch wieder an. So, wir haben jetzt eben gerade der Wache Bescheid gesagt und wir müssen jetzt zu Maro reisen, kurz. In der Tat, ich habe einen kleinen Schnitt reingemacht, weil Julia wieder einen Absturz hatte, aber wir machen das jetzt mal kurz getrennt. Weil wir nicht genau wissen, ob das jetzt an den Questen in der Questline liegt oder keine Ahnung, wo das liegt. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade der Wache Bescheid gesagt und die Wache hat gesagt, ich soll zu Maro gehen. Und das werde ich jetzt kurz erledigen. Das Arschloch, was uns verraten hat. Quasi. Ich hab mich nicht verlaufen. Du dich verlaufen? War das dieselbe Begebenheit hier oben mit seinem Sohn wahrscheinlich? Vielleicht zu einer gewissen Uhrzeit. Einen der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Jo. Er sagte, er sei ein Sijik-Mönch gewesen. Jo. In meinen Augen hat er etwas zu viel Skoma getrunken. Ja, Skoma. So. Habe ich die
Ist nicht aktiv oder? Was machen? Ach ne, sehr gut. Das ist in einem Lager in der Nähe. Mm, ja, das ist ja der typische Skyrim-Bug. Wenn du eine Quest annimmst, dann wird sie nicht automatisch geaktiviert. Weißt du Bescheid? So, öffne den Außenposten von Pelatius irgendwas. Machen wir. Du gleich. Aha. Guck. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr im falschen Gebäude seid. Da bin ich mir auch sicher. Hier, Maru, du Blödmann. Ja? Eine Wache hat mich hergeschickt. Ich habe den Anführer der dunklen Bruderschaft getötet. Die Anführerin der dunklen Bruderschaft? Ihr meint Astrid? Tot? Astrid, ja. Und ja, das tot. Ist kein Scherz? Nein. Ha! Das sind doch mal gute Nachrichten. Ich beobachte die dunkle Bruderschaft schon lange und warte auf den richtigen Augenblick für einen Angriff. Und das ist er! Meine Leute haben vor kurzem die Losung für ihren Unterschlupf herausgefunden. Still, mein Bruder! Jeder Attentäter in diesem Loch muss getötet werden! Ihr habt es geschafft. Ihr habt ihre Anführerin getötet. Diese Ehre gebührt euch. Tut es und ihr werdet fürstlich entlohnt. Ah, klar. Abgeschlossen. Töte jeden in der Zuflucht. Wir müssen schon wieder Leute töten. Ich dachte, wir machen das extra, damit wir keinen töten müssen. Okay. Töte jeden in der Zuflucht. Hätte ich jetzt... Ihr habt euch wohl verlaufen. Die Taverne liegt ein Stück weiter die Straße entlang. Ah, jetzt lage ich dahin. Willst du nochmal probieren oder wollen wir es getrennt machen? Ich muss erstmal den scheiß Außenposten finden. So, das ist dieses Gebäude. Das ist über die Brücke und da ist das gleich oben links das erste Gebäude. Da unten sitzt so der Typ am... Kein Gebäude. Ich nicht. Was für ein Gebäude? Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Na, du hast doch diese Brücke hier, diese mit dem Drachenkopf. Ja, bin über die Brücke gegangen und da ist nur Wildnis. Ja, dann dreh dich mal rum, geh in die andere Richtung. Über die Brücke. Aber das... Wird mir auf der Seite angezeigt. Vielleicht ist es verbuggt. Also es sind mehrere Gebäude und das, da kommst du hier, sitzt einer am Lagerfeuer. Und da ist die Mühle, da geht es geradeaus dran vorbei. Und dann kommt das Gebäude. Deswegen stürzt du leicht auch ab. Weil das Gebäude fehlt. Aber warum soll das Gebäude fehlen? Drachenbrücke, ne? Ja, ja. Ja. Ah, ich glaube, ich fahr den Weg. Der Weg ist das Ziel. Aber hier ist Wasser. Wenn da Wasser ist, dann bist du wo unten. Oder? Wo unten? Hey, unter der Brücke. Nee. Ach so, in der bist du bei der Mühle. Wenn das Wasser. Ja. Da die Mühle? Ja, ja. No. Ich bin bei der Mühle. Ja, dann geh mal Richtung Osten. Richtung E auf der Dings oben. Richtung Osten. Und da kommst du an dem Feuer vorbei. Mhm. Und dann gehst du gleich links. Feuer? Das Feuer, genau, an dem Feuer, da gehst du die Straße gleich links. Also rechts die Brücke und die Straße hier hoch. Und da ist so ein Gebäude mit zwei schwarzen Flaggen. Okay, das ist bei mir auf der Karte auf einer völlig anderen Stelle. Da kann sein, dass der Typ woanders ist bei dir. Ja. Kann sein. Das Ding heißt Außenposten. Also dieses aber Gebäude. Bei mir zeigt der den Typen in so einem Lager an. So. Sehr kann natürlich sein, dass der bei dir woanders ist. Das weiß ich nicht. Deswegen stürzt es vielleicht auch ab. Ich hab ihn. Alles klar. Okay, dann bring den um und dann probieren wir es nochmal, würde ich sagen. Steht jetzt eh mal schon vor der Hütte. Dann würde ich sagen, gehst von der Hütte aus auf den Server und kommst dann zur Tür raus. Gewagt, aber es müsste klappen. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Soll ich denn mit den Schlössern rumspielen? Echt? Oh, Clint. Seid ihr ein Soldat? Eines Tages werde ich auch ein Soldat.
Krass, krass, das ist auch, das klingt wie Kinder, wie richtige Kinder, ne, die Kinderstimmen. Normalerweise nehmen die immer so Frauen, die ziemlich hoch sprechen und die pitchen dann auch ein bisschen. Aber das scheint wirklich ein Kind eingefroren zu haben. Echte Kinder, ja. Klingt so, ne? Was? Ich glaube auch. Muss noch alle möglichen Questen ausmachen. So, also ich soll jetzt zum Unterschlupf kommen, ja? Ne, ich stehe vor der Brücke, vor der Dings. Ach so. Vor der Hütte. Okay. Und jetzt soll ich auf den Server kommen. Genau. No? Ich kann da schnell zu dem. Kannst du den Speicher nochmal schnell? Wenn es nicht klappt, dann reise ich schon mal vor zur Unterschlupf. Dann müsste der frisch sein. Jetzt lädt er natürlich in die Zelle rein, wo ich jetzt schon drin bin. Das kann sein, dass es jetzt Probleme gibt. Kann ich mir vorstellen. Jetzt stehst du bei mir hier. T-Pose. Oh ja, da bist du. Warte, ich mach mal eine Fackel an für dich. So, und jetzt geht's zur Zuflucht, würde ich sagen. Die ist natürlich ein bisschen weiter weg. Die Losung ist still, mein Bruder. Habe ich schon mal gehört, irgendwie. Ist ein bisschen Déjà-vu-mäßig. Weiß gar nicht, woher. Vielleicht geträumt. Hm, vielleicht ist geträumt, stimmt. So, das ist natürlich hier unten. Falkenregen, wir reisen wieder zum Ruin am Straßenrand, würde ich sagen. Wenn du den haben solltest. Halt, wenn du da bist. Mach ich. Lädt noch. Bin noch nicht da. Mhm. Und dann zerstören wir jetzt noch die dunkle Bruderschaft. Dann machen wir noch eine ein, zwei verschiedene Questen und dann krieg mal Julia ins Bett. So machen wir das. Und in der nächsten Aufnahmesession versuchen wir dann mal ein bisschen so Kleinkram abzuschließen und mal gucken, was wir noch alles bei der Diebesgilde machen können oder wollen. Und dann gehen wir mal Richtung Vampire, würde ich sagen. Bei der Vampir-Sache, da würde ich gerne wirklich, da würde ich auch gerne schon ein bisschen Vampir spielen, ehrlich gesagt. Hätte ich schon mal Bock drauf. Da müssen wir halt mal gucken, inwieweit das Sinn macht, die Hauptquests ein bisschen weiter voranzutreiben. Jetzt beim Wirtschaft zum Beispiel ist es so, da sollst du zuerst alle Nebenquests machen. Also sollst du sollst die Quest bis Akt 1 machen, bis zum Ende von Akt 1 und dann sollst du die ganzen Nebenquests machen. So ist es am besten. So, ich bin da. Nachspawn. Ich bin toter Bandit. Da ist er. Wo bist du? Hinter dir. Mich noch einladen. Ah ja, stimmt. Siehst du? Das ist natürlich auch schlau von uns. Wahrscheinlich jetzt kommt der Absturz. Wenn wir die ganze Zeit gewartet haben. Ne? Scheint zu funktionieren. Was? Ich nur das Wetter nochmal ändert. Ja, ist echt krass, ne? Synchronisiert. Da gibt es noch ein bisschen was Verbesserungspotenzial bei der Mod auf jeden Fall. Aber so ist schon ganz cool. Und du kannst mir erzählen, was du willst, aber das ist für Koop ist das wie geschaffen, das Spiel. Ich weiß nicht, warum das nicht eingebaut wurde, ehrlich gesagt. Genau wie bei Fallout. Dasselbe auch. So ein 2er oder 4er Koop würde das überhaupt. Wäre das. Nonplus Ultra. So, jetzt hier muss man hier. Hallo, ich bin. Was ist die Musik des Lebens? Willkommen zu Hause. Danke. Zack, Ladezeit. Kannst du es auch eingeben, den Text? Na, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja. Ich warte, bis bei dir geladen hat. Lädt noch. Risiko eingehen. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Einstellung. Sozusagen. So, sehr gut. Freu mich. Bin drin, kannst du nach. Ich möchte da jetzt gerne alle umbringen, wenn es geht da unten. Waffe, Eisform ist gut. Fackel aus. Wir nehmen mal den Ebenerz 2, obwohl ich habe hier keine Steine dabei, glaube ich. Muss ich hier was aufladen gerade? Objekte. Werte. Schwert ist der Plural von Schwert, logischerweise. Warte mal, hier muss ich nochmal aufladen. So. Da? Ja. Hm. Hallo, ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfters nicht. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja!
Wandelt er sich nicht, wird man. Ich komme wieder und dann. So. Da kommt wieder Alizard. Kommt wieder und dann bist du fällig, sag ich dir. Mir so tot. Händlerstiefel. So, er kommt wieder. Hier ist der Stein vom Barazier. Bringt. Ja, ich habe mir schon genommen. Ja, klar. Die Hälfte haben wir, 12 von 24. Krass. Die haben nur nebenbei gesammelt. Der nächste. Und das 30. Ich bin gescheatet, ja. Siehst du. Nee, ich habe in Einsamkeit bei der Jalfusie den geklaut, der auf ihrem Nachtschrank war. Ach, stimmt, ja, stimmt. Du wolltest ja nicht. Nee, wie gesagt, ich habe heute eine Mod gefunden, wo du die Dinger verkaufen kannst. Also muss es mehr geben, als du brauchst im Spiel. Ach, du hast den Arm Dings umgebracht. Hattenhandschuhe. Die Klamotten nehme ich auch mit, die finde ich ganz geil eigentlich. Ich habe mir überlegt, ob ich auf kleine Rüstung umswitche. Was war das? Obwohl, da müsste ich aber auf ein kleines Schwert, auf normales Schwert umrüsten. Ich weiß noch nicht. Warum? Ja, ich würde gerne was Neues haben. Ja, aber du musst ja nicht das Schwert ändern, nur wenn du die Rüstung änderst. Ach hier, ja, das Wort der Macht, das haben wir ja auch noch nicht, was es hier gab. Gab's ja eins? Ja. Ich höre es rufen. Wolf. Es ruft nach uns. Die alle umbringen ist eklig. Geil, bei mir nicht. Hier war das Spinnenhaus hier. Ja, die hier wohnt, ist voll eklig. Oh, jetzt gehört er mir. Oh, jetzt muss ich Nasir töten. Der war echt? So nett. Oh, wir haben... Aber das Kind ist nicht da. Aber wenn das ein... Dieses gruselige Vampirkind. Ja, genau. Wenn dieses das ein guter Entwickler ist, dann hat er ihn weggelassen, das Kind. Da gab es Kontroversen bei Seven Days, wo am Anfang Kinder drin. Mhm. Und da haben die das dann auf Tränen haben die das rausnehmen müssen. Krass. So, die sind dann, also Kinderzombies und sowas. Hm. Ist da jemand? Ja, bei Dying Light 1, oh, da gab's auch Kinderzombies. Festus, du bist eher alt. Das waren alle. Echt? Stimmt. Mhm. Ja, siehst du, haben's Kind weggelassen. Aber das Wort der Macht müssen wir uns trotzdem noch holen. Ja, na klar. Ich glaube, die Zuflucht gehört uns jetzt. Oder weißt du, ich? Dem soll die sonst gehören, gell? Oben ist die Mutter. Sag mal, klingeln bei der? Aber wir werden wahrscheinlich nicht reinkommen. Der ganze hier Scheiß mit. Na, jetzt Cicero ist ja wahrscheinlich nie angekommen. Ach klar. Jetzt. Das kriegt man auf jeden Fall. Wort der Macht. Todeszeichen. Ein paar Klamotten habe ich auch. Nee, es ist nicht da. Nee, ist nicht da. Festus Fex, das wurde ja hier, wo der. So, kein. Auf dem Sockel ist auch nichts. Da, dass wir vielleicht irgendwie das Pferd wenigstens kriegen, aber das kriegt man nicht. Scheinbar. Aber gut, das haben wir ja nur geträumt. Ich hab geträumt von dir. Pferd gibt's echt gar nicht. Nee, genau. Hat ja so rote leuchtende Augen gehabt, ne? Das kann nicht sein, wie soll das funktionieren. Hier ist Holzkohle. Und, aber wir müssen jetzt den ganzen Schmutz nicht looten hier. Das ist ja Blödsinn. War das die Zerstörung schon? Das wäre ja Witz. Ich glaube nicht. Was soll man machen? Was ist da der. Ah, statt der Bericht. Wir da hochreisen. Das ist ja geht von da nach da und dahin. Wäre cool, wenn der jetzt woanders wäre. Das wäre ganz cool, wenn der jetzt in Weißlauf wäre zum Beispiel. Ging's hier nochmal raus? War. Ach hier.
Alles klar. Julia, klaut schon wieder. Ich warte eigentlich nur auf dich, dass du endlich rausgehst, damit ich rausgehen kann. Isolierter Drachenblattenhelm, okay, dann mache ich das. Himmelsbrand. Dann würde ich glatt eine Schnellreise hin machen. Jetzt eh noch dunkel, wir haben auch kein Pferd, nix hier. Aber ich glaube, wir müssen dann doch nochmal ein Reisepäckchen irgendwo nachladen. Ach, ein Prügel, ich hoffe. Oh, ist ein Feind in der Nähe, das ist natürlich. Also, das funktioniert so nicht. Wir haben zu früh gefreut, weil ich das Vampirkind wirklich irgendwo jetzt hier. Und wird es gleich beißen aus der Macht. Habe ich hier mehrere Dings offen, mehrere Questen. Sollen wir glatt gucken. Verschiedenes. Ich könnte eine Schnellreise machen. Lass dir Your Lives Dings geben. Das habe ich deaktiviert, weil wir das ja nicht machen konnten. Genau. Kopfgeld können wir uns ja noch holen, auf jeden Fall. Jo, jetzt kann ich auch reisen. Reis vor. Sag Bescheid, wenn du da bist. War bestimmt der Frosch im Teich und der wurde als Feind gezählt oder sowas. Blät. So, und dann können wir das abgeben, hoffe ich. Weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch zu der Dämmerstern-Zuflucht. Wir müssen da alle ausräumen, dann können wir die Hütte wahrscheinlich trotzdem noch behalten. Das wäre geil. Aber ich glaube, irgendein gutes Muster ist ja haben, dass du die Questline machst. Und ich denke mal, dass das Pferd und dieses Wohngebäude das nicht kriegst, wenn du das nicht machst. Die ganze Mensch tötest. So. Da. Wenn auch. Yeah. Augen ein auf, Drache hat Kühneshain angegriffen? Warum? Warum diesen Ort? Weiß ich nicht, ich muss den Drache fahren, nicht mich. Hier, Außenposten. Außenposten will ich aber auch nicht an ein Wohngebäude in der Stadt denken. Ich bin drin. So. Bei allem, was heilig ist, kann das wahr sein? Habt ihr es tatsächlich getan? Dies ist ein großartiger Tag, mein Freund. Ihr habt der Finsternis einen Schlag verpasst, der so schnell nicht vergessen wird. Hier, wie versprochen, eure großzügige Belohnung. Nice. Abgeschlossen, vernichtet die dunkle Bruderschaft. Ich werde dafür sorgen, dass der Kaiser selbst von euren Taten hört. Schön. Ihr habt Himmelsrand zu einem besseren Ort gemacht. Haben wir das erledigt. Stimmt. So, damit ist die Bruderschaft ausgelöscht. Wir konnten all unsere Schandtaten wieder gut machen, unsere träumlichen Schandtaten. Sehr gut. Dann müssen wir gleich mal gucken, was wir jetzt noch so anstellen können. Aktuell. Wir könnten. Ich habe geneigte Schuppen und suche den Aussichtspunkt von Jorgrim. Achso, das hast du nicht gehabt, ne? Das Buch aus Haus Kerzenschein. Da war ein Buch. Ja, das habe ich nicht gefunden. Da bin ich rumgerannt und habe es nicht gefunden. Hm. Ich habe hier, lass dir von Yorlife das Kopfgeld geben, habe ich hier. Und lass dir von Anruil das Kopfgeld geben. Das habe ich nicht. Echt nicht? Beides nicht oder nur eins nicht? Beides nicht. Okay. Dann hätte ich, unterhalte ich mit Jare über mögliche Aufträge? Nee. Auch nicht? Okay. Nimm das Amulett von Talos, von Rokvir. Nein. Bring Amulett von Arkay zu Torbjorn. Das habe ich ja. Okay. Aber ich habe kein Amulett von Arkay. Okay.
Also ich weiß, ich habe eins. Ich habe geguckt, nämlich letztes Mal dann noch in, weil ich muss nach allerdings, da habe ich auf jeden Fall eins. Ja, weiß ich nicht. Reiß mal kurz noch Weißlauf. Also irgendwo eins kaufen. Vielleicht habe ich auch zwei. Hast du mächtiger als das Schwert? Warte, es lädt gerade. Habe ich gelesen schon mal, auf jeden Fall. Mächtiger als das Schwert. War das eine Hauptquest oder also verschiedenes? Eine Hauptquest. Das war auch im Gasthaus Silberblut. Eine Notiz. Ah. Ich habe halt nur die und du hast, glaube ich, noch eine zweite gefunden. Die habe ich nicht gefunden. Alle Wachen reden nur über euch. Ihr seid in die Zukunft gegangen und habt die dunkle Bruderschaft das besiegt. Ich auf jeden Fall nicht gefunden, dafür schulde ich euch mindestens ein Getränk. Ja, der eine will das Bier ausgeben, aber die Bruderschaft verlegt. Die hieß Mächtiger als das Schwert. Ich habe das schon mal gehört. Überlesen. Nee, habe ich, sehe ich jetzt nicht. Mächtiger, warte mal, mächtiger als das Schwert. Habe ich schon fertig. Ja. Sorry. Ja, Gasthaus in Hilfern. Sammel die übrig gebliebene Beute. Ich suche den Turm am Fernwindhorst. Genau, das muss ich noch machen. Ja. Ich habe fast keine Quests. Ja, verschiedenes mehr, meinst du? Okay. Nee, auch keine Hauptquests. Also. Alles nur irgendwelche kaputte Scheiß. Das ist doch scheiße. Oder von diesen komischen. Grünlicht gesehen hier. Trotzdem Treppen, ja. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Ich glaube, eine schwarze Treppe. Papa, ihr seid wieder da! Und das funktioniert nicht. Könnte ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben haben? Teilweise Zeug. Bitte. Soll ich irgendwas besuchen, besorgen? Das habe ich alles. Und dann kann ich es aber nicht abgeben. Ja, ich denke mal, wir werden die runter machen beim nächsten Mal, die Mod. Das ist. Papa! Das funktioniert da nicht richtig. Lass mich durch! Mensch! Hit! So. Hey, Lüdi. Die sitzt da mal rum. Ah. Amulett von Arkay. Ich habe leider nur eins. Ich kann mal eins kaufen irgendwo. Die Kommode nochmal gucken. Hebige Haube. Oder wenn ich einmal hier bin, kann ich mal schnell die Bruderschaftsklamotte hier reinschmeißen. Abgeschworenen Mandel. Wird hier noch ausgerüstet. So, das ist gar nicht mein Ding. Bin ich doof. Abgeschworenen Mandel, Rüstung, Akademiestiefel, Panzerhandschuhe, Amulett von Arkay, Mara, Band der Ehe, Eisenplattenrüstung, Eisenschild. Wir haben natürlich auch nicht geheiratet in der Zeitlinie, das haben wir natürlich auch nur geträumt, dass wir geheiratet haben. Ich habe hier noch so einen Handschuhe, mystische Handschuhe, ich weiß nicht, welche Quest die waren, ehrlich gesagt. Die kann ich aber immer nicht raustun. Ring der Veränderung, Rotwardonen-Gedöns haben wir eben geklaut bei denen. Schattenrüstung, schmeiß ich erstmal alles rein, mal gucken, was wir davon gebrauchen können, was wir davon behalten, wie oder was. Hier nur erstmal ganz kurz. Klinge des Wehklagens. Ach krass. Haben wir trotzdem gekriegt jetzt. Aber wir haben Astrid umgebracht haben wahrscheinlich. Ja, der Astrid in der Tasche. Ja. Ah, alles klar, ja, genau. Sehr gut. So, da haben wir erstmal alles eingepackt. Grob. Gewicht ist gut. Lassen wir das so. Ich kümmere mich dann um die, um den Ausbau von meinem Inventar. Kümmere ich mich dann mal aufscreen. Hier ist. Langes Leben euch. Ich hätte auch kaputte Haare. Ich habe eine Mod drauf und die muss ich wieder runter machen. Ich habe eine Mod drauf, die Gesichter ein bisschen verändert von diesen, von den Followern. Die kommt runter. Und, die ist nämlich irgendwie scheinbar, scheint die defekt zu sein, weil das, die Haare kaputt macht. Was machen wir nicht jetzt? Und die mit diesen komischen Anschlagsbrettern. Das ist eine geile Idee mit den Anschlagsbrettern. Und die soll im Together auch funktionieren. Extra steht explizit dabei.
Aber irgendwie scheint die bei uns nicht so richtig zu funktionieren. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich habe ein Amulett von Arkay. Ich kann noch mal kurz gucken, was ist. Schön, euch zu sehen. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So, Schätze. Silberring. Passt auf euch auf. Ja, ja. Ich geh noch mal kurz in den Gemischwarenladen. Du hast ganz sicher kein Amulett von Arkay, oder was? Hier kriegt man das her? Eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Hey, schön euch wieder. Oh, etwas so. Hiervon, ich hatte etwas schon davon. Viele, aber ich verkaufe die sonst immer. Ja, ich auch. Ich habe durch Zufall gesehen, dass ich eine in der Kiste hatte. Könnte noch sein, dass ich einen noch im Tundra einen habe. Ich habe da so eine Kiste, wo ich immer mal Zeug reingeschmissen habe. Es war mir ein Vergnügen, danke. So ein Tresor, wo ich immer so. Scheiße, da kann ich mal kurz gucken. Du hast keine Kiste irgendwo, oder was? Na, ich hab, tu doch sowas nicht weg, weil bei mir wiegt das ja nicht. Deswegen verkaufe ich das dann immer alles. Außerdem komme ich eh nicht an meine Kisten was ran, kann ich mit euch tun? Stimmt, ja. Die besten Waffen und Rüstungen. Aufpassen, ne? Hier ist ein Ring. Die hat nix. Ich hab die Händler, die sowas haben können, abgeklappert. Wo du sowas noch findest, ist, also es gibt so einen Schmuckhändler bei dieser komische Madesi hier bei Riften. Der könnte so einen Schrott noch haben. Könnte maximal sein, dass irgendein Händler sowas hat, weil ich es ihm mal verkauft habe. Hihihi. Ich glaube, alle 3 Tage setzen die zurück. Das habe ich mal gelesen irgendwie. Nicht blöd, wenn wir es abschließen können. Hast du schon mal alles gelesen, was du so an offenen Briefen noch hast? Ja, vielleicht ich irgendwie glaub, mal was gekriegt alles hast? Gelesen. Verstehst. Ich denke schon, ja. So, jetzt. So, reiß kurz nach Sundraheim. Guck ich nochmal schnell. Also ich kann sein, dass ich habe so viel verstreutes Zeug überall. Es kann sein, dass in irgendeinem Haus noch so ein Amulett liegt. Was ich jetzt gar nicht weiß, ehrlich gesagt. Weil bei uns wiegt das ja was und ich muss immer ein bisschen raustun. Kann es schon mal sein, dass es irgendwie rausgeflogen ist aus dem Inventar. Ostkaiserliche Handel, ich könnte auch meinen Schwarzwald nachrufen, vielleicht der eins. Wahrscheinlich kostet es 6000. So, Tundra-Gut. Da ist das Tundra-Gut. So, hinkriegen jetzt, das eine Amulett da finden irgendwie. Aber das ist nur eins. Aber das ist halt so ein verzaubertes, aber das brauche ich ja eh nicht. Amulett ist jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob ich Amulett um habe. Kannst du überhaupt bauen? Ja, bauen kannst du die, ne, Amulette. Aber die kannst du nicht verkaufen, so war das. Ja, doch, verkaufen kannst du auch. Nee, die kannst du nicht bauen. Ich baue das. Kannst du nicht bauen, glaube ich. Doch, Amulette kannst du bauen. Diademe kannst du nicht bauen. Diademe, genau so. Hier ist das Zeug. Nee, habe ich nicht drin. Kannst du mal mit einer schnell gucken, vielleicht steht da irgendwo. Ist doch jetzt nicht so wichtig. Ich kann das doch irgendwann. Oh, ich habe keins, hab nur Akatosch. Ich kann das aber irgendwann anders abgeben. Du kannst es doch abgeben. Oh, Zaubertrank der Heilung, Sliverschwanz. Da müsste ich ja einige haben. Ja, ich gucke jetzt noch hier unten im Tresor. Habe ich ein paar Amulette noch gehabt, meine ich. Die wollte ich auch nochmal gucken. Ne, Amulett von Julinus habe ich hier nur. Na. Ein Tresor ist leer, ja, ne, habe ich nicht. Wollte ich halt ordentlich machen. Ja. Weiß ich auch nicht. Dann, kann ich die Quest mal aktivieren. Bring das nach Torbjorn. Wer ist denn Torbjorn?
das nicht der in Windhelm? Jo, ist doch richtig in Windhelm. Ist ja lustig. Lass der König oder Windhelm, muss ich so. Das ist doch Your Life, da ist auch ein Windhelm, oder? Weiß man noch Windhelm hoch. Also ich habe jetzt hier in Riften geguckt, da hat auch keiner so ein Ding. Ah, okay. Wenn man den sieht, auch nicht wahrscheinlich, ne? Obwohl es ja halt nicht, der wird keiner da sein, aber. Ja. In der Uhrzeit. Oder? Doch. Adesi und du? Bei mir ist normale Uhrzeit. Ach so. Vielleicht stürzt deswegen ab. Das ist echt. Dass es da kein Befehl gibt zum Synchronisieren, das ist echt scheiße. Im Vorfeld wenigstens. Die Zeit irgendwie zurücksetzen kannst. Vielleicht gibt es einen Befehl, wo man die Zeit zurücksetzen kann, bevor man auf den Server geht. Hm. Jetzt glaube ich den Befehl. Zeitbefehl gibt's. Eh gerade Nacht, hier sehe ich nichts. Die könnt ihr doch entbehren, oder nicht? Jo. Tut mir leid. Hallo? Danke. Mhm. Die nackte Frau, bist du das? Ach ne, das ist die Tote. Ne, ich bin angezogen. Du bist ja nicht voll mit Wunden. Ich hoffe nicht. Ne? Ich hoffe nicht. Wir bringen das nach Torbjol. Das war doch, der war doch hier im Palast der Könige, der Typ, oder? Torbjol, von wie hieß? Der wird hier in der Kneipe sein, im Ihren. Ah ne, der ist bei dem Grab, ist der. Ach, da bist du. Ey. Hallo. Hier, guck mal, das Amulett. Ich hoffe, dass Arkai meiner Frau ein wenig Trost spendet. Ja, danke. Hier. Ich bezahle meine Schulden immer. Danke. Tschüss. War noch ein Screenshot von dir. Danke. Habt ihr Bier oder Met? Nee. Doch, ich hab Bier. Kannst du kriegen. Hier, Met hab ich auch. Saug dich mal richtig. Mich. Ihr wisst ja, bereits alles, was ich euch beibringen kann. Das hab ich mir gedacht. Ihr wart eine helfende Tschüss. Hand in einer Zeit der Not. Das okay. Werden wir nicht vergessen. Gut. Wäre abgehandelt. Kann nur hinbringen, das kannst du ja mal machen. Das scheint nicht viel zu verändern. Der Typ hat auch keine anderen Gesprächsoptionen jetzt. Da bist du. Nee, die Verschiedenen sind doch eh egal. Ja, man, manchmal wird aus so einer Verschiedenen eine richtige Quest. Also ja, wie so ein Hotlink. Abgebe-Quest. Nee, das stimmt. Hier ist nochmal schnell das Kopfgeld holen. Das ist, glaube ich, auch hier. Jo, das ist auch hier. Palast der Könige, würde ich schnell mal kurz noch hinrennen. Nichts dagegen, wenn du Zeit hast, ganz kurz noch. War doof, aber. Hey, aufpassen! Hey, geh weg, blöder Wachen-Arsch. So. Palast der Könige. Machen wir das noch schnell und dann beenden wir die Folge an der Stelle. Da müssen wir beim nächsten Mal wirklich überlegen, was wir Mark machen wollen. Ruf gibt uns keine Wartet! Antwort. Ich kenne euch doch. Er ist Nein, ihr kennt mich nicht. Nord. Er wird es sich schon Wie wird ihr mir lauer wieder? Ja, ist ein Mächter Nord. Könnt ihr meine verschiedenes Liste mal schicken? So, Screenshot davon. Ich habe wirklich Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Familienangehörige ermordet. Der Kriegshammer der Familie gestohlen. Das alles ist wirklich nicht fair. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Hm. Was ist mit den Schmetterschildleutchen? Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Hier, der Riese am Dunstkopf hier, Dings, der ist tot, sag mal. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ich ist weiß. Eure Belohnung. Danke. 100 Gold. Ich habe Riesen umgebracht und dafür kriege ich von dir 100 Gold. Du bist der Arschloch. Mögt ihr sicher reisen. Es ist gefährlich da draußen. Mögt ihr sicher schlafen. Kannst du das auch abgeben vielleicht? Ach, den hast du, glaube ich, schon gemacht mit dem Riesen. Weißt du das noch? Ich weiß es nicht. Ja. Wir waren da schon mal. Wir waren zweimal bei so einem Riesenlager. Hm. Lass dir Anruils das Kopfgeld geben, habe ich jetzt als nächstes noch. Oder? Ja. Muss hier runter. Palast der Könige.
Tja. Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Ah, du bist der Putzer, der Kocher. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Wie lang? Beste an. Ja, mit seinem Gelaber da, mit seinen blöden Sturmmänteln gedöhnt. Ein bisschen spät für einen Spaziergang, oder? Ein bisschen spät muss sein. Ja, ein bisschen spät für einen Spaziergang. Aber nicht zu spät. Gott, wo ist denn das? Gar nicht hier. Ja, das ist hier. Ach nee, das ist unten in Riften. Lass das Kopfgeld geben. Festung Nebelschleier. So, in Riften selber, ne? Riften, ja. Festung Nebelschleier. Kann ohne nicht reisen. Ah, ich muss mal schnell zu irgendeinem Miet. War hier vorne irgendwo, ne? Ich bin froh, ach, dass Ortus so fähige Hilfe finden konnte. Ah, Daisy Witchy, die können wir ja mitnehmen, die Tante. Also unsere Begleiterin hier. Einstellen quasi. Wo das, diese. Ich muss kurz ein bisschen Holz. Du brauchst eine Holzfällerachse, sehr gut, die liegt hier. Diese. Dass wir diese Anwärter mitnehmen konnten bei der Bruderschaft, das war cool. Man müsste halt das lösen können, ohne die alle umzubringen. Vielleicht mit Geheimlichkeiten, dass du so sagen, hey, du bist tot, verpiss dich, hau ab aus dem Himmelsrand. So in der Art. Wäre cool gewesen. Aber so jetzt hier, die alle umzubringen, weiß ich nicht, muss nicht sein. Ich glaube, da haben wir uns richtig entschieden jetzt. Und haben das auch ordentlich gemacht. Der Kaiser lebt noch. Keine Ahnung, ob der böse war, da schien mir ganz kompetent zu sein eigentlich, der Kaiser. Jetzt, wo wir mit dem gesprochen haben, aber wir haben natürlich nichts von dem. Wissen, kennen den seine Politik jetzt nicht. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ja, vor allem mein Rücken, ne? Ich so. Bitte euch nur Akholz. Um ein wenig Mitleid. Nein, gibt kein Mitleid. Jetzt nicht. Und ich ein bisschen Angst habe, ehrlich gesagt, weil beim letzten Mal, als ich das ausgeschlagen habe, da sind die alle durchgedreht hier. Das, denen ein bisschen Geld zu geben. 2, 3, 4, 5. Da haben wir noch. 10 Feuerholz. Fackeln haben wir auch noch. 6 und 7. Was war's mal rein für Moment? Ich hab wieder Reisepäckchen. Ich reise mal nach Riften. Wo bist du? In Riften. Festung Festung Nebelschleier reisen. Bin beim Schmied und trage zu viel. Mhm. Das ist was ganz Neues. Mhm. Also beim vor der nächsten Session müssen wir dann mal gucken, was wir da müssen wir mal anhaken auf der Questliste, was wir da, wo wir da uns mal reinhängen wollen ein bisschen. Ein paar Sachen. Weiß ich, was noch alles offen ist, genau. An Fraktionen, das bin ich mir auch nicht ganz sicher. Auf Stunde kommt bestimmt auch irgendwas mit den Abgeschworenen. War jetzt auch nur die eine Questlinie mit den Silberbluts. Ich glaube, da ging es noch ein bisschen weiter. Haben wir gar nicht mehr gemacht dann. Die alte Frau, die das Waisenhaus geleitet hat, wurde ermordet. Die war ermordet, die alte Frau, ja. Hab ich euch da nicht herauskommen sehen? Nee. Ich hab damit nichts zu tun. Das war Julia. Die wollte die umbringen. Ich hab gesagt, lass sie leben. Was braucht ihr? Die alte Frau aus dem Waisenhaus. Nicht alte Frau. Ach so, ja, doch, die wollte ich umbringen. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarlaya. Anuriel? Mensch, du bist eine ganz hübsche. Hier. Der Herbstwachen-Dingsbums ist gut. Ausgezeichnet, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Danke. Oh, jetzt abgeschlossen. Lass dir das Kopfgeld geben. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Von welchen Korruptions-Dingsbums sprechen. Ich glaube, die haben wir die Questlines schon fertig hier. Ihr seid hier, in Riften willkommen, Riften. Solange ihr unsere Gesetze befolgt. Da müssen wir vielleicht auch mal nachgucken. Hier ist ein Zettel von Sibby Schwarzdorn, den habe ich noch nicht gelesen, der liegt hier. Ein paar kurze Zeilen.
zu meinem Sohn Sibi. Er ist so zu behandeln, wie es bei jedem Mitglied der Familie Schwarzdorn zu erwarten wäre. Und jeden seiner Wünsche ist, fraglos nachzukommen. Allerdings untersage ich es euch, ihn freizulassen. Es sei denn, ich würde es ausdrücklich erlauben. Sibi muss lernen, wo er hingehört. Und das lernt er nicht hinter Schloss und Riegel. Das lernt er nur hinter Schloss und Riegel. Habe ich schon mal gehört. Blöde Schwarzdorn. Ja, Mann. Die kriegt man aber auch nicht weg, ne? Hier kriegst du ja auch nicht gestürzt. Habe ich am Anfang gedacht, dass man die vielleicht irgendwie... Aber die ist so verwurzelt hier in der... Ihr habt doch die dunkle Bruderschaft ausgelöscht. Die Wachen ja, reden von nichts anderem mehr. Ihr seid für uns alle ein Held. Danke. Cool, das finde ich cool, dass du alles, was du machst, hat irgendwie Auswirkungen auf die Dings, ne? Das finde ich so gut. Die Umwelt, auf die ganze Spielewelt. Finde ich schon echt nice. So. Habe ich das abgegeben, was ich noch abgeben wollte? Weiß ich nicht. Ich unterhalte mich mit Jare Ra für mögliche Aufträge. Wenn ich die aktiviere, wo wäre denn das? Vielleicht ist das nur so eine Quest, die du dann automatisch auch kriegst, weißt du? War das nicht auch hier in Riften irgendwo? Nee. Was? Jare Ra. Ja. Einsamkeit. Ach, das ist der Typ, weißt du noch? Ganz am Anfang, also ziemlich weit am Anfang. Vielleicht Folge 60 oder sowas. Da haben wir in Einsamkeit oben da die Typen ausgemerzt, die unten drunter in der Kanalisation gelebt haben. Nee, sagt mir nicht. Und da war der Typ. Und der scheint Aufträge für uns zu haben. Das ist immer noch, doch, das war das mit dem Schleichen, wo man in dieses Ostkaiserliche, wo man in dieses Lagerhaus eingebrochen sind. Wo das nicht, die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Weißt du, wo du oben lang gelaufen bist und ich bin unten lang gelaufen, dann haben wir umgedreht, dann bist du unten lang gelaufen und ich oben lang. Und da haben wir diese Echse befreit. Und das war dieser Typ, Barriera. Und jetzt sagt er, ich soll mich mit dem über Aufträge unterhalten. In Einsamkeit. Reiß mal nach. Kann ich schnell reisen mit dem Ort aus, weil ich in einer Hütte bin. Lass rausgehen. Deswegen. Ja, noch raus. Wollte ich mal kurz hinreisen, um euch. Von der Dings, die hier, die Zauberin hier, für dir soll ich scheinbar irgendwelche Sachen finden. Ich habe nämlich gerade mit der gesprochen und da hat sie mir das nochmal. Sollst du über die finden? Sackraum. Irgendwelche Sachen soll ich für die finden. Ach, Sachen. Aber. So, soll ich mal reinkommen? Kannst du sagen, welche Sachen? Jetzt hat es mir jetzt nämlich nochmal erzählt, aber anscheinend habe ich die Quest schon. Ich finde die aber nicht. Zauberin, die da drinnen in dem Schloss wohnt, ja? Also, ja, gleich links. Ja, die da im Bett gelegen hat, ja, eben, ne? Die liegt da im Bett, genau. Genau, ne? Steht's ja gut. Hatten wir hier einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Was habt ihr zu verkaufen? Was hat euch so lange beschäftigt? Wohin soll ich Lasst gehen? Lasst mich nachdenken. Den Dwemerlöffel habe ich das letzte Mal im Haus meiner guten Freundin Boti in Iverstadt benutzt. Wie hieß es doch gleich? Ach ja, der Sternschnuppenhof. Ach du Scheiße, das wollen die durcheinander. Die Feuer in Winterfeste sein. Ach stimmt. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht einfach mitgenommen habe. Ja, aber ob wir die Sachen jemals finden werden, das sehen wir dann aus der nächsten Folge. Wir machen den Versuch und wir sehen uns in Sofenrad.